So, der sieht doch hier ganz so aus, als würde er was wissen. Wie sieht es denn hier auf der Charakterkarte aus? Ich habe Bram, das könnte doch Bram sein, und nicht Bram, sondern Bram. Das sieht aus wie Bram. Nur mal so nebenbei. Ich glaube, den haben wir gefunden. Und hier habe ich auch noch was entdeckt. Status, Kleidung wechseln. Haben wir noch nicht, aber hier können wir den Rucksack wechseln. Ah, Schildkrötenrucksack. Halt mal lieber den. Ich vertrieben wir mal mit ihm, weil vielleicht hilft er uns weiter. Und vielleicht hat er einen Plan, wie wir zu der sturköpfigen Dame hochkommen in den Leuchtturm. Hallo, ich bin Koa. Da könntest du mir mit etwas behilflich sein. Wow. Hallo, ich bin Bram. Geht's dir Oh. gut? Nein, gar nicht. Es ist nur. Ich glaube, ich hab's vermasselt. Was hast du vermasselt? Mein Onkel eröffnet demnächst ein Restaurant. Und dafür brauchen wir Vorräte. Also habe ich auf dem Markt Mais bestellt, aber brach. Sie haben mir nur Maissamen Oh. gebracht. Es ist ein Desaster. Aus Maissamen werden doch aber Maiskolben. Ich verstehe das Problem nicht. Nun ja, das Problem ist, dass ich keinen Platz habe, um sie anzupflanzen. Wenn du mir die Samen gibst, dann kann ich dir Mais bringen. Was? Wirklich? Würdest du das für mich machen? Natürlich, sehr gerne. Das wäre fantastisch. Mein Onkel Taka ist wirklich nett, aber auch sehr streng. Ich bin mir nicht sicher, wie er reagieren würde. Vielen, vielen Dank. Nicht zu danken. Maissamen. Pflanze den Maissamen von Bram an. Dann bringe ich ihm ein paar Maiskolben. Ah, okay. Haben die Quest jetzt schon aktiviert? Ja, jetzt kommt langsam die Zeit, in der wir hier 4, 5 Quests parallel haben. Eine Hauptquest, die wir hier als erstes erledigen haben. Hier eine, ja, auch eine Hauptquest, die zwischen nicht aktiviert, deaktiviert ist, und hier ein paar Nebenquests. Fast wie ein Skyrim. Ich meine, mir läge es jetzt fern, das Spiel mit Skyrim zu vergleichen. Obwohl, ich meine. Also jetzt, ich will die Grafik jetzt nicht. Ja, gut. Ja. Man sich bestimmt streiten. Ja, es ist ein Indie-Game. Keine Frage. Der Vergleich zu Skyrim hängt auf jeden Fall. Da hängt nicht. Der ist painlos. Dem wurden beide Beine abgehackt. Der ist komplett, der kann nicht mehr gehen. Seine Beine existieren gar nicht mehr. Ja, wie auch immer, was laber ich hier für einen Scheiß? Ja, das sollte man generell nicht machen. Spiele miteinander vergleichen. Ja, vielleicht maximal untereinander, also Indie-Games mit Indie-Games. Da sollte jetzt hier nicht anfangen. Summer in Mara, Skyrim oder mit Minecraft oder sowas zu vergleichen. Ich meine, so ein bisschen. Dein Ernst? Es ist schon spät, wir sollten mit dem Weitersehen des Morgen warten. Die 2 Meter bis. Ich meine, es ist. Ja, hallo? Von mir aus, du bist ja hier vor der Küste. Heimatinsel. Das heimische Haus ist jetzt nur ein paar, vielleicht noch 200 Meter entfernt. Aber gut, wie du meinst. Hallo Möwen. Swaps. Na dann machen wir mal Mais. Mais, Mais, Mais. Bauen wir mal ein bisschen Mais an. Die Karotten können wir schon säen. Maissamen. Alles klar, dann machen wir die mal
Machen wir mal ein bisschen Mais-Samen. Wir haben nicht immer noch nur vier Felder, oder können wir das irgendwo anders noch ein anderes Feld ansehen? Anlegen. Kürbiskerne. Ja, das müssen wir auch noch machen, das ist auch eine Sidequest. Können wir gleich mal mit angehen, wo wir schon mal hier sind. So, haben wir die vier Felder bestellt. Dünger haben wir keinen. Was schade ist. Aber hier mal schön gießen. So muss das sein. Bei der Hitze draußen ist das hier auch notwendig, dass die gegossen werden. Nicht überfüllen. Sonst gehen die noch ein, wenn man zu viel gießt. Ja, mal so ein bisschen. Die Bäume sind gewachsen. Okay, der Apfelbaum. Ist da schon Äpfel drauf? Kann ich nicht herausfinden. So, Brombeere. Sehr gut. Orangen haben wir ja auch wieder. Vielleicht können wir die Orangen mal vergraben. Das wäre mal passend, weil sonst gehen uns irgendwann die Orangen aus. So. Achso, das müssen wir mit Kuh machen. Orangen. Ein Orangenbaum hier. Ein Orangenbaum gleich in der Nähe. Ja, das mal hier so. Ein bisschen Abstand. Muss schon gehalten werden. Ein Orange haben wir noch, die können wir auch noch irgendwo einpflanzen. So zum Beispiel hier. Sehr gut. Na dann haben wir das hier angepflanzt. Ja, das zerbrechen können wir nicht. Können wir irgendwo anders Felder anlegen? Das sieht gar nicht so aus. Vielleicht können wir irgendwo mit der Hacke. Die Hacke hatten wir gerade in der Hand. Tja. Das wird die Spitze, wenn man irgendwie noch weitere Felder verbreiten könnte. Vielleicht lernen wir es ja noch, dass man hier noch ein paar, die hier so noch so frei ist, hier noch ein Feld anlegen könnte, wo kein Gestrüpp rumliegt. Momentan, mit nur vier Feldern sieht das Ganze ein bisschen, sieht das schlecht aus. Hallo, Napapa. Da geht's gut. Das freut mich außerordentlich. Was haben wir denn da eigentlich gesammelt? Was ist denn eigentlich das Zeug, was wir hier... Kräuter. Können wir das auch irgendwie... Ah, Marmelade wollten wir machen, das ist richtig. Da haben wir eine Truhe gekauft. Ich hoffe, das reicht jetzt für die Marmelade. Was auch immer wir dann mit der Marmelade anstellen. Wahrscheinlich aufs Brötchen schmieren oder essen. Marmelade, 1 Zucker und 3 Orangen. Die habe ich gerade verbuddelt hier. Orangen, da hatte ich glaube ich genug mit bei, aber ja gut, da muss jetzt hier noch, ja, die habe ich verbunden. Na gut, dann halt ein andermal. Ich glaube am besten kann man die Tage überspringen, indem man einfach schlafen geht. Ich glaube dreimal so unmittelbar hintereinander kann man nicht schlafen, aber man muss so ein bisschen schon. Gibt es noch mal Orange. Man muss so ein bisschen was machen am Tag, also bis 15 Uhr, bis 16 Uhr sollte man vielleicht schon durchmachen.
bevor man schlafen geht, aber gibt es die schnellste Möglichkeit zu überspringen. Ich merke schon, wie ich hier schneller werde. Ja, ich will so ein Quest, ich will, wenn ich mal in den Turm reinkomme, so schlafen gehen. Zwecks das Trick auch besser. Wir könnten uns auch Zeit lassen und das hier in aller Bequemlichkeit und aller Ruhe machen. Ja, fürs Let's Play. Ist schon wächst der Mais hier und die Kürbisse. Einmal gießen, jeden Tag gießen, wie es sich gehört. So muss das sein. Sehr gut. Schön gegossen. Da steht noch kein Dünger. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach schlafen gehen? Können wir so cheaten? So einfach mal den Tag über Tag durchschlafen. Nächster Tag. Können wir noch nicht ernten. Schade. Und so, wo wir wirklich noch ein bisschen was machen. Bis 15 Uhr und so weiter. Der Brunnen ist ausgetrocknet. Du brauchst Regenwasser. Was? Aber wie soll ich dann mein Feld besiegen? So wächst mein Zeug doch nicht. Und trocknet mein Beet doch auch aus. Oh wei. Vielleicht kann ich mit dem Eimer ein bisschen was vom Fluss holen. Oh, Orangenbäume sind gewachsen. Apfel. Sehr gut, jetzt wachsen auch schon Äpfel auf meiner Insel. Das ist großartig. Ich glaube, die Orangenbäume sind auch nicht gewachsen. Nicht wirklich. Also die stehen hier noch kleine Büschelchen. Okay, reicht das schon für Marmelade oder müssen wir noch warten? Orangenmarmelade. Zwei Äpfel. Das ist ja großartig. Haben wir schon ordentliche Bäume. Ist auch ein Apfelbaum. Sehr schön. Pass auf, dass die nicht auf den Kopf fallen. Die Samen hier, naja, die müssen wir erstmal nicht einsammeln. Doch einsammeln schon, aber. Ich kann mal irgendwie. Ja, du brauchst einen Hammer. Ja, ja. Ich geh mal zum Fluss und sammle vielleicht mit dem Eimer ein bisschen Wasser. Vielleicht kann man den Brunnen so voll füllen. Ich meine, das ist ein Adventure. Theoretisch müsste das doch gehen. Inventar. Und bestimmt irgendwo einen Eimer. Haben wir keinen? Das ist schade. Schade, Marmelade. Och, das ist doch putzig, wie die durch die Gegend rennt. In der Popon. Macht sich einen schönen Tag hier. So, den Eimer. Ich glaube, wir machen uns mal ein. Ich weiß nicht, was uns das jetzt helfen soll, aber. Der Brunnen ist ausgetrocknet. Vielleicht, ja, Regenwasser ist klar. Vielleicht können wir das irgendwie ein bisschen überspringen. Weil, wann es das nächste Mal regnet, das weiß der Geier. Das weiß der Schuster. Was? So. Eimer, können wir den verwenden? Eimer. Ich fürchte nicht. Ich fürchte, das können wir nicht. Wir können den nicht verwenden. Na dann, wir gehen mal schlafen langsam. Damit das Zeug wächst. Der Brunnen ist zwar ausgetrocknet, aber ich hoffe, das wächst trotzdem. Und es regnet sehr schön. Oha, der Mais ist aber hochgesprossen. Der Brunnen, er wird wieder gefüllt. Sehr schön. So, die Meistern. Sehr schön. Die können wir noch nicht. Reicht das jetzt schon an Mais? Ich glaube, wir hatten auch noch diese zwei Maiskörner, die
Mais. Acht Mais haben wir ja, das wird reichen. Bringen wir den mal vorbei. Da kann der Brunnen hier erstmal voll regnen. So was nächste Mal vorbeikommen. Ich wollte eigentlich offscreen spielen. Das ist das Interessante. Ich wollte eigentlich gerade offscreen spielen, mal mich offscreen weiter versuchen an dem Turm. Ich wollte die Lösung finden für den Turm. Bin ich auf einmal auf diesen grünen Ding dort gestoßen. Jetzt spiele ich hier nehme ich schon den nächsten Part auf. Interessant. So kann es gehen. Das Spiel ist wirklich fesselnd. Das ist hier. Also es ist wirklich. Also wie die Zeit auch vergeht hier. Das ist. Finde ich wirklich voll. Es ist also wirklich begeistert. Finde ich faszinierend, wie hier offene See. Hey, das Spiel hat mich wirklich gepackt. Also das ist. Habe jetzt hier wirklich schon einige Stunden gespielt. Also ehe du dich versiehst, das ist ja schon Zeichen dafür, dass dir das Spiel gefällt, dass das wirklich da auch drin steckst, so wie die Zeit vergeht. Ich hab da Schubs ist eine Stunde vorbei, Schubs sind 2 Stunden vorbei, Schubs der den ganzen Tag vorbei. Kannst du wirklich Urlaub machen in dem Spiel. Hast du wirklich, wie die Zeit vergeht. In Summer in Mara. Jetzt schon mein Sommer halt 2020, das ist ein wirklich alles. Ich lobe es in hohen Tönen, aber das ist in höchsten Tönen, aber es ist ja so, das ist irgendwie, ich sag nur, wie es ist. Ich mache hier keine unbezahlte Werbung, ich mache es ja irgendwie schon, aber ihr versteht, wie ich meine. Es ist ja hier nur Tatsachen wiedergeben. Erlebnisbericht, so kann man es nennen. Hallo, ich habe Mais für dich. Vielen, vielen Dank. Übrigens, was ich dich fragen wollte, kennst du die Dame im Leuchtturm? Ich muss mit dir reden. Oh, diese Dame meinst du? Nun ja, ich habe sie schon mal gesehen. Ich glaube, das war am Strand. Sie hat am Strand beim Leuchtturm Muscheln gesammelt. Wenn ich mich recht erinnere, sah sie sehr traurig aus. Ich weiß, sie ist zu schätzen, wenn du ihr eine wirklich schöne Muschel bringst. Das ist eine gute Idee. Und du sag mir Bescheid, wenn dein Onkel den Restaurant eröffnet. Ah, es gibt noch viel zu tun. Brr. Viel Glück. Okay, Mais. Okay, Muscheln und das Buch. Ja, das ist, wie hilft uns das jetzt weiter? Das Buch konnten wir ja bisher auch noch nicht abgeben. Das war jetzt bisher auch von wenig Erfolg gekrönt. So mal ein bisschen Recycling. Sehr gut. Den Müll kann man auch mal gleich aufsammeln. Waren die Leute zu voll, das gleich in den Müll zu mir werfen. Ah, das ist ja skandalös hier direkt neben dem Müll. Wegen Krankheit geschlossen. Ich hoffe, sie werden bald wieder gesund. Corona. Schnell weg hier. Ladenbesitzer hat Corona. Schnell abholen. Ja, ich sollte das nicht erwähnen hier im Spiel, ich weiß. Das ist der kleine Witz am Rande. Mein schwarzer Humor. Ab ins Villenviertel. So ein Thema gehört hier nicht in diese Idylle rein. Ich weiß. Ich lasse es auch zukünftig. Lass es zukünftig bleiben. Also vielleicht lässt es uns jetzt rein. Haben wir eigentlich überhaupt Muscheln im Inventar? Haben wir bestimmt welche gesammelt. Ja. Ein paar hübsche Muscheln haben wir mit dabei. Vielleicht lässt es uns ja jetzt rein. Könnte ja sein. Na was denn? Das ist doch hier nicht. Das ist Muscheln, das Buch. Können wir es irgendwie vor die Tür legen? Oder wie läuft das jetzt hier? Wie könnte das jetzt benutzen, essen? Hm.
Kleidung. Ja, was machen wir nun? Da gehen mir die Optionen aus. Tja. Gut, na, zurück in die Stadt suchen wir noch mehr Leute, die uns helfen können. Das Buch, die Muscheln, lässt uns ja nicht rein. Das ist so, sie ist ja sofort am Abblocken. Oder was müssen wir da machen? Können wir da das Menü öffnen, während sie uns blockt? Ich fürchte, nein. Vielleicht stehe ich auch hier gerade auf dem Schlauch, also sehr extrem auf dem Schlauch, das kann natürlich auch sein. Ist da jetzt offensichtlichstes übersehen? Eben dieses Hemd, das ist zu cool. Okay. Das könnte auch noch irgendwann eine Quest sein, hier Müll für die Leute aufzuheben. Das war jetzt ziemlich unordentliches Dorf hier. Ah, es gibt sie gar nicht, wie Müll hier so rumliegt. Tja, schleppe ich ja den Müll mit mir rum, bis ich den Müll einmal finde. Skandalös. Vielleicht kann man hier irgendwie der Pfeil dort. So, das Schlafen. Ja, wollen wir hier schlafen? Wahrscheinlich eher nicht. So, die Kürbisse sind noch nicht fertig. Kürbiskerne, die ist ja am liebsten aufs Brötchen. Ist denn auch der Liefer mir aus, was ich dir gegeben habe? Ja gut, gucken wir mal wieder hier nicht weiter. Muss das immer so stückchenweise aufnehmen. Geht's mal zum Kutter, ein bisschen schlafen. Schauen wir mal. Mal so ein bisschen offscreen, immer so ein bisschen Part aufnehmen. Wie es halt kommt, wenn ich was finde, dann kann ich hier weitermachen. Ja, das ist ja, bringt ja nichts. Ich kann ja jetzt hier nicht. Ach, die Scheiße schon wieder. Es ist aber noch für euch langweilig, wenn ich dann hier stundenlang hier rumhocke. Nicht vorankommen, die einfach an der alten Dame verzweifle. Das wollte doch auch nicht sehen, oder? Jetzt mal ein bisschen schlafen hier. Nächster Morgen. Das Boot verlassen. Und ups. Gut, na dann. Ich spreche mich mal hier in der Stadt rum, das ist. Dürfen uns hier nicht weiterhelfen. Verschwinde, guck mal. Wenn ich eine Sekunde zu hier rumlocke, ist verliere ich Geld. Der ist unfreundlich hier, das ist total. Nicht, der ist so unfreundlich. Kann man auch nett sagen. Okay. Haben was geerntet. Gut, na dann. Machen wir eine kleine Pause und. Ja, was heißt Pause? Eine kleine Aufnahmenpause, in der ich offscreen weiterspiele und mal schaue, wer hier mir noch so weiterhelfen kann. Okay, mit der hatten wir schon gesprochen. Gewöhnlicher Passant. Du brauchst mal was zum Futtern. So, Edgar, vielleicht müssen wir mit dem nochmal reden. Edgar, Freddy, vielleicht, das könnten vielleicht noch Schlüsselpersonen sein, die uns was zu sagen haben. Mit Caleb und Noah haben wir schon geredet. Mit Bram haben wir auch schon geredet. Jetzt müssen wir einen Freddy aussuchen. Ich weiß nicht, inwiefern der kooperativ ist, aber hier findet sich Edgar und Freddy. Vielleicht haben wir schon mit denen geredet, aber
Scheint hier gut markiert zu sein. Okay, versuchen wir es mal auf dem Markt. Shiny zu sein. Können wir es gerade noch mal machen. Ja, vielleicht ist Flea. Steht hier zumindest als Kontaktpersönlichkeit auf der Karte markiert. Flea ist der mit den braunen Haaren. Also du hier. Tilly. Nee, das ist... Da stand ein anderer Name. Millie, Tilly, Millie und Philly. Das sind wohl Geschwister. Wie Trick, Trick und Track. Pilly. Pilly, Pilly, Pilly. Wo bist du, mein lieber Pilly? Wo finde ich dich? Laut Karte hier auf dem Markt. Oder irre ich mich da? Du bist nicht Pilly. Das hier der Markt ist, ja doch, müsste ich eigentlich auf dem Markt herumlungern. Pilly. Auf Karte muss das, muss der hier sein. Ja, oder sie. Pilly, ach du bist Pilly. Kauf etwas oder mach dich vom Acker. Ja, okay, keine große Hilfe, verstehe, verstehe. Dann mache ich mich vom Acker, dann suche ich mal den anderen. Ich kann mal mit dem mal sprechen. Der soll ja auch hier irgendwo in der Nähe rumhängen. Was gibt's hier zu sehen? Hallo? 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 Ah, da ist der Endegarn. Liebes Mädchen, hat dir niemand beigebracht, Erwachsene zu belästigen? Hallo, ich bin Kua. Sehr freut. Und jetzt hör auf, mich zu belästigen. Weißt du etwas über die Dame im Leuchtturm? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du irgendwas über die Dame im Leuchtturm weißt. Ich muss mehr über sie erfahren und frage deswegen auf der Insel herum. So spricht man aber nicht mit Fremden. Wirklich unglaublich. Es ist eine Schande. Niemand hat heutzutage noch Manieren. Es tut mir leid, ich wollte dich stören. Nun, das hast du aber. Man stelle nicht einfach so Fragen. Erstens stellt man sich zuerst vor und zweitens ist man höflich an zu anderen. Man fragt, wie geht es ihnen und wartet danach geduldig eine Antwort ab. Du dagegen bist einfach unzivilisiert. Ja, okay, dann gehe ich jetzt wohl besser. Nein, du bleibst schon hier. Wo sind denn deine Eltern? Ich habe keine mehr. Na gut, dann warten wir, bis ein Erwachsener eintrifft. Bist du nicht ein Erwachsener? Ein anderer Erwachsener. Was machst du denn hier ganz alleine? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich versuche, mehr über die Dame im Leuchtturm zu erfahren. Gut, ich sehe, du hast bereits etwas gelernt. Was möchtest du denn wissen? Ich muss mit ihr reden, aber sie will mir nicht zuhören. Nun ja, sie ist eine sehr beschäftigte Frau. Es gibt nicht mehr viele wie sie. Könntest du mir bitte beibringen, wie man höflich ist? Hast du denn keine Eltern? Ich sag das doch bereits. Ich hab's gesagt, dass ich keine mehr habe. Meine Großmutter hat mich großgezogen. Offenbar war sie nicht sehr gut darin. Hey! Schon gut, schon gut. Ich rede jedoch nur mit Leuten, die Kunden dieser Bank sind. Man muss also zuerst ein Konto eröffnen. Die Mindesteinlage beträgt 50 Münzen. Könntest du mir bitte sagen, wo ich bitte 50 Münzen herbekommen sollte? Das waren 2 bitte zu viel. Du kannst dir Münzen verdienen, indem du anderen Händlern Dinge verkaufst. Zum Beispiel den alten Quirinus am Hafen. Vielen Dank, mein Herr. Bringe Erdegarn 50 Münzen. Die müsst ihr doch haben, oder? Hallo, wie geht es Ihnen heute, mein Herr? Sehr gut. Und Ihnen, wie geht es Ihnen heute? Ausgezeichnet. Und wie war ich? Wie bitte?
War ich höflich genug und so? Ja, das war sehr gut. Yippie! Ja, und ich habe das Geld dabei, mein Konto zu öffnen. Gut, ich möchte, dass du ein Konto mit... Möchtest du ein Konto mit oder ohne Dispositionskredit? Dispositionskredit, das habe ich schon mal gehört. Wir haben einige brandneue Produkte mit fantastischen Vorteilen im Angebot. Und was? Ich habe ein Anlagenkonto, das perfekt für dich wäre. Und Frank investiert dabei jährlich 20% des eingezahlten Betrags für dich. Das klingt nicht ganz schlecht. Ich möchte nur wissen, wie ich höflich zu der Dame sein kann, bitte. Aber das Konto. Ich bin nicht interessiert. Behalte das Geld. In Ordnung. Also das hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht gesagt. Also wenn du zu einem Bankier gehst und sagst, behalte das Geld, dann ist... Pff, ja. Etwas merkwürdig, aber in Ordnung. Wenn du die Dame dazu bringen möchtest, dich nennen zu lassen, würde ich dir empfehlen, den Gruß der Marine auszuprobieren. Soldat. Ihr habt jetzt die Face. Ich habe jetzt keine Facebook-Cam eingeblendet, aber ich habe salutiert. Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wirklich. Das hat meine Großmutter mal gesagt. Das sollte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass sie dich hineinlassen wird, nur weil du nett zu ihr bist. Und wir werden sehen. 50 Münzen. Als Abschneider. Das ist immer der Moment, das laut dem kleinen Kind sein Taschengeld. Das ist halt das Taschengeld abziehen. Das ist ja genau. Das steht ihm richtig. Ja, es ist. Die Bankmenschen, das ist hier. Das ist der Bankier. Verdammte Kapitalisten.